Oktoberfest 2.0. Sorbisch statt bayerisch. Am 4. Oktober zum Erntedanktanz in Hoyerswerda. Tickets auf lausitzhalle.de. Als passionierte Fotografin nehme ich gerne die Schönheit der Natur mit meinen Bildern auf. Besonders anspruchsvoll sind die Berge. Wenn meine Gelenke anfangen weh zu tun und die Schmerzen mich buchstäblich in die Knie zwingen, dann kommst du nicht mehr weit. Eine Freundin hat mir zu Rosaxan geraten und somit konnte ich die Schmerzen überwinden. Jetzt kann ich die Natur wieder genießen und die schönen Momente in meinem Leben mit meinen Bildern festhalten. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Montag. Neues und Interessantes aus dem Lausitzer Seenland. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Lausitzwelle Regionalzeit am Montag. Zu Beginn der Woche geht unsere Reise in das Lausitzer Seenland. Den Bolzplatz am Bahnhofsvorplatz in Hoyerswerda, den gibt es schon sehr, sehr lange. Selbst ich habe darauf schon als Jugendliche Fußball gespielt. Nun wurde er saniert und am letzten Donnerstag eingeweiht. Am späten Donnerstagnachmittag ist der Bolzplatz am Bahndamm in der Hoyerswerda Altstadt offiziell eingeweiht worden. Die Sanierung war eine Maßnahme des Bürgerhaushaltes 2022. Die Vorschlaggeberin wurde mit einem kleinen Präsent bedacht. Die Rasenfläche ist schon eine Weile in Betrieb. Als erstes wurden allerdings die Eckfahnen geklaut. Dazu kam jetzt anstatt einer einfachen Heckenabgrenzung in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Lebensräume ein 4 Meter hoher Beifangzaun. Sie hat zusätzlich noch einen kleinen Zaun parallel zur Straße gesponsert. Ein Fußballeröffnungsspiel zwischen einem Team der Stadtverwaltung, bestehend aus Feuerwehrleuten, schlug die Lebensräume 5 mit 3:1. Deren Chef hatte trotzdem gut gehalten. Zum Schluss fanden alle Abkühlung bei Eis Henry von Eis Uli bei einem seiner letzten Einsätze im zu Ende gehenden Sommer. Am Gondelteich in Hoyerswerda soll ein Grillplatz entstehen. Die Idee wird im Rahmen des Projekts Grüner Saum umgesetzt. Ja, wir befinden hier uns in unmittelbarer Umgebung zum Lausitzbad, zum Gondelteich und zu den Caravan-Stellplätzen und wollen hier einen Grillplatz mit Kinderspielelementen etablieren. Auf rund 1300 Quadratmeter wollen wir einen Grillplatz bauen, überdacht, massiv gebaut, mit zwei Grillstellen für rund 30 bis 40 Leuten und werden auf dem Gelände einen Ort mit Kinderspielelementen noch platzieren, sodass hier ja insbesondere die Familien auf den Genuss kommen, hier grillen zu können. Gefördert wird das Ganze über das Innenstadtprogramm mit rund 120.000 Euro. Der Grillplatz wird verschließbar sein und kann gegen eine Nutzungsgebühr betreten werden. Wir arbeiten hier sehr eng mit dem Lausitzbad zusammen. Das heißt, das Lausitzbad wird in Abstimmung mit uns quasi den Schlüsseldienst übernehmen. Die Grills sind ja gegen Vandalismus und gegen Diebstahl gesichert. Man kann sich quasi im Lausitzbad dann gegen Zahlung eines Pfandes und einer Aufwandsentschädigung die Schlüssel holen, kann hier grillen und nach dem Grillen kann man die Schlüssel wieder zurückgehen. Die Toiletten sind auch übers Lausitzbad nutzbar. Das heißt, auch dafür ist gesorgt. Und wir werden einen Wasseranschluss zum Löschen zur Verfügung stellen. Ab wann genau können die Grillabende denn dann geplant werden? Wir werden voraussichtlich im März nächsten Jahres hier die große Eröffnung feiern können. Dann kann der nächste Sommer ja kommen. Dörringhausen hat den Kreiswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft im Landkreis Bautzen gewonnen. Dahinter lag Oberlichtenau, Platz 3 ging an Solschwitz. Den vierten Platz teilten sich Kunnewitz, Schönau, Brednich und Hauswalde. Eine Kommission hatte sich von den 6 teilnehmenden Dörfern jeweils 3 Stunden lang ein Bild über die örtlichen Gegebenheiten in den 4 Bewertungsbereichen gemacht. Zu beurteilen waren dabei die Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen, Zusammenhalt, soziale und kulturelle Aktivitäten, die Bau- und Grüngestaltung, der Umweltschutz sowie der Gesamteindruck. Der Verein Naturbad Buschmühle erhielt einen Sonderpreis. Für die Organisatoren aus Dörringhausen war es natürlich ein wunderbares Gefühl. Wir sind super stolz, dass wir den Preis gewinnen konnten. Es war eine knappe Entscheidung. Für uns war es ja auch das erste Mal als Dörringhausener, dass wir uns da beworben haben. Warum wir gewonnen haben, ich denke, da weil eine riesen Eigendynamik im Dorf entstanden ist. Es sind sehr, sehr viele
Bewohner mitwirken, die da teilgenommen haben, die viel Herzblut reingelegt haben. Und ich glaube, dadurch konnten wir die Jury überzeugen, dass die auch gemerkt haben, das ganze Dorf steht dahinter. Und das ist ein toller Ort in der Lausitz, in der wunderschönen Lausitz, wo wir hier leben. Und dass wir noch Dinge weiterentwickeln können. Dörgenhausen und Oberlichtenau nehmen nun am Landeswettbewerb teil. In der VBH-Arena in Hoyerswerda wurde am vergangenen Freitag ordentlich gefeiert. Die WM-Starter der Sportakrobaten Johanna, Nona, Sophia, Liora, Lotte, Lea und Caro des Sportclub wurden für ihre akrobatischen Mehrkampfübungen in Portugal, die auf einer großen Leinwand gezeigt wurden, geehrt. Diese beeindruckenden Leistungen hatten zuvor schon für Begeisterung gesorgt. Ebenfalls erhielten die Trainer ein besonderes Dankeschön für ihre hervorragende Vorbereitung. Bürgermeister und der Vereinspräsident Steffen Markgraf sprachen lobende Worte. Oberbürgermeister Thorsten Ruban C., Bürgermeister Mirko Pink und der SWH-Geschäftsführer Thomas Bleier nahmen neben dem Präsidium des Sportclubs ebenso an der Veranstaltung teil. Im Anschluss wurde es mit einer Staffelstabübergabe nicht sportlich, sondern eher emotional. Karin Fünfstück wurde für ihre 50-jährige Tätigkeit als Abteilungsleiterin gefeiert und übergab ihre Position nach diesem halben Jahrhundert nun offiziell an ihre Tochter Daniela Fünfstück. Sie nahm den symbolischen Stab mit dem kompletten Trainerteam Hand in Hand an. Für alle Beteiligten war es in der noch nicht fertig sanierten VBH-Halle ein bewegender Abend. Am Montag wurde in Bernsdorf die neue Rettungswache in Betrieb genommen. Besonders der Betreiber, der Malteser Hilfsdienst Hoyerswerda, freut sich über die Fertigstellung. Nach über einem Jahrzehnt erfolgreicher Tätigkeit im Rettungsdienstbereich Nord des Landkreises Bautzen sei nun ein weiterer Meilenstein errichtet worden. Die Einweihung fand im feierlichen Rahmen statt, bei dem der Landrat des Landkreises Udo Witschers, der Bürgermeister der Stadt Bernsdorf Harry Habel und der Malteser Bezirksgeschäftsführer für Notfallvorsorge und Rettungsdienst René Fleischer das Wort ergriffen. Seit Juli 2012 betreiben die Malteser den Rettungsdienst und Krankentransport im Rettungsdienstbereich Nord, einer von insgesamt 5 Rettungsdienstbereichen im Landkreis Bautzen. Die bisherige Unterkunft der Rettungswache in Bernsdorf befand sich in einem angemieteten Objekt, das nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen entsprach. Bereits in den Jahren 2011 und 2013 waren moderne Rettungswachen in Hoyerswerda und Lauter eröffnet worden. Die Rettungswache in Bernsdorf wird künftig mit einem Rettungswagen im 24-Stunden-Betrieb an 365 Tagen im Jahr besetzt sein. Im kleinen Ort Welzow, ganz im Süden Brandenburgs, drehte sich in der vergangenen Woche alles rund um die Feuerwehr. Mit den Elementen Land, Wasser und Luft ging es bei der Feiermobil auf dem örtlichen Flugplatz vor allem um Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz sowie um alles, was dazugehört. Die Feiermobil fand nun schon zum zweiten Mal statt und bot den Besuchern ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Denn die Veranstaltung unterscheidet im Wesentlichen von einer Messe, dass sie mehr praktische Vorführungen enthält und weniger eine Ausstellung ist. Nicht zuletzt deswegen bezeichnen die Veranstalter die Feiermobil auch als Leistungsschau. Wir haben es zum zweiten Mal durchgeführt. Wir haben wesentlich mehr Besucher jetzt gehabt in diesem Jahr als im letzten Jahr. Und was ganz toll war, dass der Ministerpräsident vom Land Brandenburg die Schirmherrschaft übernommen hatte, war zur Eröffnung da, hat die Eröffnung hier vorgenommen. Das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut. Und das hat auch letztendlich uns die Kraft gegeben, weiterzumachen. Wir sind damit, glaube ich, auf dem richtigen Weg mit diesem Format. Nicht mit Glitzer und Glamour die Dinge zu sehen, sondern im Realbetrieb die Themen anzufassen und für die Feuerwehrfrauen für die Feuerwehrmänner Übungsmöglichkeiten zu schaffen, um bei den Einsätzen bestmöglich gerüstet zu sein. Bei den Ausstellern mit ganz vorn waren neue Technologien, die für Feuerwehr- und Katastrophenschützer bereits interessant sind oder es noch werden könnten. Drohnen und Robotik waren dabei ein Punkt, bei dem der ein oder andere Besucher ins Staunen kam. Doch nicht nur Drohnen wurden bei der Feiermobil gen Himmel geschickt,
Auch die etwas größeren Geräte wie Löschflugzeuge und Hubschrauber waren bei der zweiten Ausgabe der Leistungsschau vertreten. Bei einer Vorführung, an der unter anderem der internationale Katastrophenschutzverein AtFire mitwirkte, ging es um die luftgestützte Waldbrandbekämpfung. Es wurde eindrucksvoll gezeigt, wie Einsatzkräfte an einen schwer erreichbaren Brandherd geflogen werden und wie sich die Feuerwehrleute dabei verhalten. Unter Zuhilfenahme von sogenannten Flughelfern wurde dieser Einsatz koordiniert. Anschließend wurden mit Hilfe des Hubschraubers Ausrüstungsgegenstände und eine Wasserblase an den Einsatzort geflogen, womit die Einsatzkräfte dann arbeiten konnten. Komplett machte die Vorführung dann noch das Befestigen des Außenlastbehälters am Helikopter, womit im weiteren Verlauf Wasser aufgenommen wurde. Durch einen gezielten Löschwasserabwurf wurden dann die letzten Flammen bekämpft. Mindestens genauso heiß her ging es auch bei einer Übung von bodengebundenen Kräften. Der Flugplatz in Welzow bot die Möglichkeit, ein Waldstück reell anzuzünden, wo dann lokale Feuerwehren aus der Region gemeinsam trainieren konnten. Dazu wurde wieder auf die Expertise des Teams von AtFire zurückgegriffen, deren Einsatzkräfte für den taktischen Feuereinsatz ausgebildet sind. Während sich der Brand als Bodenfeuer ausbreitete, rüsteten sich drei Feuerwehren aus. Ein Löschangriff mit mehreren Strahlrohren wurde aufgebaut und das Feuer dann gezielt von drei Seiten angegriffen. So konnte man auch dem unerfahrenen Publikum aufzeigen, welche Möglichkeiten es bei der Waldbrandbekämpfung gibt. Abgerundet wurde das Ganze dann noch vom Einsatz eines Löschroboters. Das panzerähnliche Fahrzeug wurde ferngesteuert an einen weiteren Brandherd herangeführt und leitete aus der Ferne Löschmaßnahmen ein. Doch nicht nur das. Mithilfe eines Greifarms beseitigte der Roboter einen im Weg liegenden Baumstamm. Eine Technik, die gerade in den Bereichen nützlich sein kann, wo aus Sicherheitsgründen keine Feuerwehrleute arbeiten können. Hochmoderne Technik konnte man auch bestaunen, als ein sogenannter Turbinenlöscher zum Einsatz kam. Ein spezielles Fahrzeug einer Werkfeuerwehr ist ausgerüstet mit solch einem Turbo-Hydrojet und kann das Löschwasser so hunderte Meter weit werfen. Und so einfach funktioniert es. Eine Flugzeugturbine erzeugt einen Luftstrom. Über dem Auslass des Luftstroms befinden sich zwei Strahlrohre. Diese geben das Löschwasser in den Luftstrom ab, wodurch es dann über eine große Distanz ausgebreitet wird. Anwendung finden solche Systeme gerade in der Industrie, wo große Wurfweiten nötig werden. Bei so vielen praktischen Vorführungen bleibt natürlich die Frage, wird es auch im kommenden Jahr solch eine Veranstaltung geben? Ja klar, ich meine, das haben wir zum zweiten Mal gemacht. So ein Veranstaltungsformat braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis es mal durchdrungen ist und bis die Menschen mal wissen, dass es hier, was es hier letztendlich auch gibt. Wir sind international unterwegs. Wir hatten jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal aus Amerika die Firma Bell mit dem Hubschrauber hier. Wir haben aus Luxemburg die Firma Cargolux mit dem Flugzeug hier gehabt. Die Polen, leider konnten sie nicht kommen durch die Großschadenslage, aber die werden im nächsten Jahr sehr groß einsteigen. Der Feuerwehrpräsident aus Frankreich war bei der Messe jetzt dieses Jahr dabei und hat zugesagt, dass er im nächsten Jahr mitmacht. Und wir werden Mitte September 2025 die dritte Auflage der Feiermobil hier in Welzow durchführen. Am Foucault-Gymnasium in Hoyerswerda wurden 26 sportbegabte Fünftklässler feierlich in die Sportklasse aufgenommen. Diese Schüler erhalten wöchentlich 4 zusätzliche Sportstunden, integriert in den Unterricht und geleitet von ihren Vereinstrainern. Seit 2007 gibt es die Sportklassen, deren Absolventen häufig sowohl beruflich als auch sportlich erfolgreich sind. Der Sportförderverein spielt eine zentrale Rolle, indem er Sportstätten bucht und Trainerverträge abschließt. Die Schüler trainieren zudem regelmäßig in ihren Vereinen und nehmen an nationalen sowie internationalen Meisterschaften teil. Die Doppelbelastung aus Schule und Sport verlangt von ihnen viel Einsatz und Durchhaltevermögen. In den neuen Klassen sind unter anderem Fußballer, Leichtathleten, Schwimmer und Schachspieler.
Das Lausitzer Seenland erhält auf sächsischer Seite ein neues Radwegleitsystem. Die alten Wegweiser aus Aluminium werden durch ein Upcycling-Projekt wiederverwendet. Der Zweckverband Lausitzer Seenland plant, 203 zurückgebaute Schilder künstlerisch zu gestalten und an Seen als Blickfang anzubringen. Schüler des Lessing-Gymnasiums aus Hoyerswerda arbeiten an der Gestaltung des Blue Noir Südsees. Sie haben bereits die Umrisse des Sees auf die Schilder aufgezeichnet und schneiden diese nun aus. Das Kunstwerk soll im Sommer 2025 an der Schutzhütte zwischen Blue Noir Südsee und Saarbrotter See angebracht werden. Es besteht die Idee, auch den Saarbrotter See auf alten Schildern darzustellen. Die Schutzhütte bietet eine weitere Fläche für dieses Vorhaben. Sowohl Daniel Just als auch der Kunstlehrer Michael Pollack unterstützen die kreative Mitgestaltung durch die Schüler. Ziel ist es, die Seen durch Kunstprojekte für Touristen und Bewohner noch attraktiver zu machen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke übergibt Zuwendungsbescheide über insgesamt 15 Millionen Euro aus Strukturstärkungsmitteln an Wasserverbände. Der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung in der Lausitz bis 2038 erfordert Investitionen in die Wasserinfrastruktur. Um die Wasserversorgung des Industrieparks Schwarze Pumpe und weitere Gewerbegebiete sicherzustellen, müssen neue Druckerhöhungsstationen und Leitungen gebaut werden. Der Wasserverband Lausitz erhält fast 13 Millionen Euro, der Spremberger Wasser- und Abwasserzweckverband 2,3 Millionen Euro. Diese Investitionen sollen die Wasserversorgung in der Region langfristig sichern und die wirtschaftliche Entwicklung unterstützen. Ziel ist es, die durch den Kohleausstieg entstehende Lücke in der Infrastruktur auszugleichen. Gleichzeitig soll der Standort Schwarze Pumpe gestärkt und für zukünftige industrielle Nutzung vorbereitet werden. In Boxberg werden derzeit die alten Kühltürme abgerissen. Der entstehende Platz soll dann für das neue Kraftwerk auf Wasserstoffbasis genutzt werden. Zur jetzigen Zeit wird einer der 113 Meter hohen Türme mit Spezialtechnik aus den Niederlanden Zentimeter für Zentimeter abgetragen, um den noch bestehenden Kraftwerksbetrieb nicht zu gefährden. Erschwert werden die Maßnahmen durch Wind, der entweder die Spitze des Turmes in Wasserdampf füllt oder in Phasen zu stark weht. Das macht ein Arbeiten in der Höhe schwer möglich, sodass in Folge in zwei Schichten gearbeitet wird, um eine Verzögerung der Maßnahme zu verhindern. Ab einer Abrisshöhe von 14 Metern kann dann auf leichtere Abrissmaschinen umgestiegen werden. Bis Ende November dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die drei weiteren Kühltürme sollen planmäßig im Dezember gesprengt werden. Die Vorbereitungen für den Sprengeinsatz sind bereits abgeschlossen. Das Unternehmen Lausitzer Stahlbau Ruhland hat eine neue Fertigungshalle eröffnet. Der Standort Ruhland hat im Stahlbau bereits eine über 100-jährige Tradition. Im Jahre 1999 erwarb der heutige Besitzer, die Unternehmensgruppe Scharf, den Standort von der Treuhand. Zurzeit sind 120 Mitarbeiter in dem Unternehmen beschäftigt. Zur Eröffnung der neuen Fertigungshalle war auch der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke anwesend. Nach Woidke gäbe es in der Region eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Unternehmen, die enorm investieren, wachsen und damit zum Gelingen des Strukturwandels beitragen. Sie seien das Rückgrat der Wirtschaft in Brandenburg. In der Turnhalle des christlichen Gymnasiums Johanneum in Hoyerswerda fand er dieses Jahr zum 16. Mal statt, der Lausitzer Kohlencup. Der Badmintonverein 1960 veranstaltete diesen für Kinder und Jugendliche und freute sich über die zahlreichen Teilnehmer aus dem Freistaat Sachsen, Brandenburg und aus der Republik Polen. 87 Kinder und Jugendliche aus 17 Vereinen spielten im Mix, Doppel und Einzel gegeneinander. Die jüngsten Spieler waren noch nicht einmal 5 Jahre alt. Ohne taktische Zwänge spielten sie die Federbälle und hatten ihren Spaß. Auch Lausi, das Maskottchen, war vor Ort und erfreute die Teilnehmer mit Süßigkeiten. Insgesamt wurden 216 Spiele mit 2 Gewinnsätzen bis 15 Punkte ohne Verlängerung gespielt. Die interessanten und spannenden Spiele gingen zum Teil in den 3. Satz, wenn es um den Einzug ins Finale ging. Die Plätze 1 bis 3 bekamen die vom Verein selbst gestalteten Pokale in Gold, Silber oder Bronze und ein Präsent als Erinnerung an diesen Tag. Eine kleine Sensation gab es bei den Großkoschener U23 Radballern. 2 junge Spieler holten den Titel und die Goldmedaille vor heimischem Publikum.
Mehr dazu sehen Sie jetzt. Den Großkoschener U23-Radballern ist eine kleine Sensation gelungen. Zu der Europameisterschaft der unter 23-Jährigen holten Tim und Erik Lehmann den Titel und die Goldmedaille vor heimischem Publikum. Die beiden Bundesligisten gewannen am Ende im Finale gegen die Schweiz mit einem Endstand von 2:1. Damit setzten sich die Lokalmatadoren gegen ein Feld von insgesamt 10 Mannschaften aus 6 verschiedenen Ländern durch. Platz 2 ging damit an die Schweiz und Bronze ging ebenfalls nach Deutschland an das Radballduo des RV Gärtringen, Jannis und Louis Müller. Auch das Wildcard-Team um Oliver Klante und Torben Noatnik des RSV Großkoschen ging mit einem soliden 6. Platz aus dem Turnier. Beim Zweier-Radballspielen mit 2 speziellen Fahrrädern 2 Mannschaften gegeneinander, wobei jede Mannschaft aus 2 Spielern besteht. Die Spielzeit variiert je nach Altersklasse. Bei der hiesigen Europameisterschaft waren es 2x7 Minuten. Der ca. 600 Gramm schwere Ball wird mit einem Rad auf einem Spielfeld mit einer Größe von 11x14 Metern gespielt. Am Wochenende waren auch die Staatssekretärin des Ministeriums für Jugend, Bildung und Sport Claudia Zinke, der Landtagsabgeordnete Wolfgang Reuk sowie der Bürgermeister Senftenbergs Andreas Pfeiffer zu Gast. Das sportliche Großereignis wurde dann vom Verein gleich zum Anlass genommen, um 2 langjährige Vereinsmitglieder zu ehren. Dietmar Stremel, der seit 40 Jahren für den RSV Großkoschen ehrenamtlich als Nachwuchsverantwortlicher tätig ist, erhielt die goldene Ehrennadel von Heidrun Lukas vom Kreissportbund Oberspreewald-Lausitz überreicht. Auch Karl-Heinz Müller wurde für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Schatzmeister des Vereins mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Und so sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Lausitzwelle Regionalzeit. Morgen blicken wir dann in das Oberlausitzer Bergland und den Gefilden. Sollten Sie morgens schon gute Unterhaltung wollen, schalten Sie in den fröhlichen Wecker des Lausitzwelle Radios. Ich bringe Sie dann durch den Tag. Für heute wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.